Hallo, ich bin Jasmin Shakiri, ich bin Musikerin aus Berlin und nebenbei auch als Darstellerin vor der Kamera tätig. Ich hatte vor 4 Jahren ungefähr ganz doll Lust, was Neues auszuprobieren neben der Musik. Und dann habe ich mich entschieden, Schauspielunterricht zu nehmen und einfach mal zu gucken, was da so geht. Eine andere Ausdrucksform, andere künstlerische Ausdrucksform auszuprobieren. Und seitdem bin ich noch am Ausprobieren, ob es mir gelingt, vor der Kamera glaubwürdig Geschichten zu erzählen. Und habe Gott sei Dank jetzt ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, das zu versuchen. Und mal gucken, ob das weiter so geht. Und dann nenne ich mich wahrscheinlich auch Schauspielerin. Aber noch traue ich mich das nicht. Das schönste Kompliment bisher im schauspielerischen Bereich war, dass man mir geglaubt hat, dass man mir die Rolle abgenommen hat. Und in der Musik ist das schönste Kompliment, wenn Leute sagen, dass sie sich in den Texten wiederfinden, getröstet fühlen und dass sie mich darin erkennen. Also Freunde, die meine Musik hören, sagen, sie erkennen mich wieder. Und Authentizität schadet nie und darüber freue ich mich am meisten. Am meisten brenne ich gerade für eine Serie, die ich gedreht habe, zu der komme ich später noch, Deadlines heißt sie, und für mein aktuelles Musikprojekt. Ich habe gerade mein eigenes Label gegründet, Ride or Die Records, und da erscheint Drama. Mein erstes Album, gemeinsam mit meinen Producern in Beethovens, machen wir ein Album und da rattert es gerade im Kopf. Es geht um Produktion, um Arrangements, um Songs, wie es klingen soll, und da erschaffen wir gerade eine neue Welt und dafür brenne ich gerade am allermeisten. Also richtig gut fand ich auf Netflix die Serie When They See Us, die ist schon ein bisschen älter, von Ava DuVernay. Da geht es um die Central Park Five, die zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt wurden und dann unschuldig im Gefängnis saßen für mehrere Jahrzehnte. Die war richtig krass. Und dann gibt es 2 britische Serien, die ich richtig, richtig toll fand. Und zwar May I Destroy You von Michaela Cole und Normal People. Und die beiden Serien lege ich euch auch extrem ans Herz. Mehr auf Easttown ist auch richtig gut mit Kate Winslet. Die läuft auf Sky Ticket, glaube ich. Die müsst ihr auch sehen. Und die neue Doku auf Amazon über Mary J. Blige. Produziert von Puff Daddy. Die lege ich euch auch ans Herz. Die ist auch richtig gut. Aktuell bin ich zu sehen in der Serie Deadlines. Das ist eine ZDF Neo und Turbo Kultur Produktion und da spiele ich meine erste Hauptrolle namens Elif. Und Elif ist befreundet mit 3 ganz tollen Frauen seit ihrer Kindheit in Frankfurt-Goldstein. Und wir 4 gehen in unseren 30ern in der Serie durch diverse dramatische Entscheidungsphasen. Und es geht um das Thema Kinder, es geht um Liebe, es geht um Selbstverwirklichung, es geht um sich finden oder noch suchen. Und es geht vor allem um Freundschaft und ich lege euch die Serie wirklich sehr ans Herz. Das ist eine Dramedy, also dramatisch, komödiantisch, und ihr könnt die sehen in der ZDF Neo Mediathek ab dem 9. Juli und ab dem 13. Juli auf ZDF Neo im TV. Und tolle Regisseurinnen, Arabella Bartsch und Barbara Ott, und geschrieben ist das von Johannes Boss und Nora Gantenbrink. Tolle Autoren, also ihr macht nichts falsch, wenn ihr euch das reinzieht. Viel Spaß damit!